Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Laufband aus dem Hause Dripbags. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Laufband für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Laufband werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Sport zu Hause, das ist vor allem seit dem Jahre 2020, aber eigentlich auch schon davor, ein wirklich sehr großes Thema. Sich körperlich fit halten, halte ich persönlich auch sehr wichtig, einfach für das alltägliche Wohlempfinden. Und mit so einem Laufband kann man da eben zum Beispiel zu Hause, aber auch theoretisch im Büro oder wo auch immer, ein gutes Lauftraining absolvieren. Preislich finde ich wirklich sehr interessant, was dir hier aus dem Hause Dripbags geboten wird. Würde ich für als ein Laufband in der günstigen Preisklasse einordnen, das ist meine Einschätzung. Ob es für dich das passende Laufband ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Laufbänder auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Mit LCD-Bildschirm und Fernbedienung, ja, solche Features finde ich zu dem Preis schon echt cool. Aber klar, kannst du selbst überlegen, ob du sowas jetzt brauchst oder nicht. Hochwertige Materialien, sowas ist auch sehr, sehr wichtig bei Trainingsgerätschaften. Leistungsstarker Motor, auch das ist wahrlich gut zu sehen. Designtechnisch sieht es auch sehr modern aus, wie ich finde. Das braucht sich auf jeden Fall nicht zu verstecken, dieses Laufband. Sieht optisch echt ansprechend aus, wie ich finde. Aber klar, Design ist immer eine sehr, sehr große Geschmacksfrage. Ja, insgesamt betrachtet bin ich der Ansicht, dass es sich bei diesem Laufband aus dem Hause Dripbags um ein faires Angebot handelt. Aber wie bereits gesagt, du alleine kannst wirklich am besten entscheiden, ob es für dich das passende Laufband ist oder nicht. Ja, mach dir doch noch dein eigenes Bild zu diesem Trainingsgerät. Das Amazon-Angebot werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich kann dir auch gerne noch ein paar Tipps und Hinweise rund um die Motivation für das Training mit auf den Weg geben. Denn darauf kommt es ja an, wenn man seine langfristigen Fitness Ziele auch erreichen will, ja, man muss da schon die Motivation aufbringen, um regelmäßig Fitnesstraining zu absolvieren. Das funktioniert gut, indem du zum Beispiel mit Musik arbeitest. Es gibt wirklich Musik, bei der man dann echt Lust hat, Sport zu treiben. Das nochmal als Tipp an dieser Stelle. Da hat aber jeder seinen eigenen Geschmack. Für manche Leute ist das Hardstyle, für andere ist das vielleicht Hardtack, für andere ist es Rap oder Metal. Ja, das musst du mal so ein bisschen probieren. Es gibt auch immer so Remixes, so Fitness-Remixes, Motivational, die funktionieren auch meistens ganz gut, aber kannst du ja mal gucken, was dir da vielleicht so gefällt. Und auch die Ernährung ist wirklich sehr, sehr wichtig. Die richtige Ernährung haben leider viele Leute im Jahr 2020 so ein bisschen schleifen lassen, weil sie generell eher unmotiviert waren, wegen dem vielen Zuhause-Sein und so. Aber ich kann dir sagen, für deine Power beim Training ist die richtige Ernährung ganz, ganz entscheidend. Deswegen nochmal die Erinnerung an dieser Stelle. Naja, ich hoffe, meine Tipps haben dir vielleicht weitergeholfen. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein Fitness-Workout. Alles Gute. Ciao.